Jedes einzelne Familienmitglied weiß irgendetwas. Wir spüren das, aber wir können es nicht zu Ausdruck bringen, oder? Man guckt sich in die Augen und weiß gar. Ist nie ein Thema. Ist nie ein Thema und man weiß ganz genau, hier ist irgendwas. Immer mehr und mehr fange ich an, meine Großmutter zu verstehen, wie sie ist und warum so ist. Also ich heiße Katharina Hardy, bin 86 Jahre alt, Schweizerin, ursprünglich Ungarin. Meine Eltern haben beschlossen, wo ich 6 Jahre alt war, dass ich Violinistin werde. Ich habe eine sehr strenge Mutter gehabt. Wir haben ja nie direkt miteinander über ihre Vergangenheit gesprochen, seit sie angefangen hat, aber über ihre Vergangenheit nachzuforschen und einfach so, wenn jemand kommt, ihr Fragen stellt, sagen wir mal so, habe ich einfach mehr Verständnis für ihren Charakter, wie sie geworden ist, was ich früher als Kind nicht verstanden habe und vielleicht oft sehr gelitten habe über ihre Art. In einem Haus, was mit Stern bezeichnet war, wurde meine Mutter und ich abgeholt. Also bei mir war es immer so peu à peu, so kleine Fragmente der Geschichte. Und dann letztes Jahr war ich hier und dann hörte ich aber zum ersten Mal meine Großmutter reden. Und dann haben wir angefangen, einen Marsch von 120 Kilometern. Von Budapest 1944 mit dem Kilometermarsch in die Komárno, ja, Slowakei, und von dort die Verfrachtung nach Ravensbrück und von Ravensbrück nach Bergen-Belsen. Da mussten wir uns legen, auf den Boden legen, und ich habe meine Mutter stöhnen gehört: Gott, schicke eine Bombe, das ist nicht mehr auszuhalten. Und ich auch nur mir gesagt: Gott, schicke keine. Ich möchte noch leben. Und so ist es gegangen. Und dann immer weiter, weiter Leute, die, sagen wir, eine Blase auf dem Fuß hatten, wurden erschossen. Also ich meine, es ist ja schon sehr schwer, wenn du die eigene Mutter siehst, wie ihr die Tränen kommen oder ihr die Sprache weg. Also das ist halt schon. Und als ich erfahren habe, dass ihre Mutter so quasi vor ihren Augen erschossen wurde, weil sie nicht mehr weiterlaufen konnte, ist halt schon hart, wenn man das hört. Also grundsätzlich habe ich überhaupt nicht gesprochen, 50 Jahre lang. 50 Jahre lang war ich sehr intensiv beschäftigt mit meiner Geschichte, ich selber. Ich habe auch erst mit 16, 17 erfahren, dass ich jüdischer Abstammung bin. Als wir in die Schweiz kamen, wurde ich ja noch mit 3 Jahren getauft. Meine Kinder sind in einem absoluten Frieden aufgewachsen. Es war nicht angebracht. Ich konnte nicht. Ich konnte, wenn vielleicht ist ein starkes Wort, ihr Leben vergiften. Sie haben sicherlich gleichwohl vieles gespürt, weil ich bin anders als alle anderen. Meine Ansprüche sind höher und stärker und schärfer und als alle anderen Kinder in ihrer Schulklasse oder in ihrem Umgang. Ja, und ich habe ja auch bei ihr als Kind 8 Jahre
Geigenunterricht gehabt. Dann ging es einfach nicht mehr. Das war die Hölle für mich. Und ich war so froh, als ich 20 war und habe ich gedacht, jetzt, wenn ich mehr zu Hause bin, will ich nie mehr etwas mit der Musik zu tun haben. Ich wollte dann meinen Kindern nicht im Wege stehen und wollte ja, dass sie ein Instrument haben. Sie mussten Frau Hardy sagen während der Stunde. Da war sie gar nicht die Großmutter. Da sie begabt waren, habe ich das über mich ergehen lassen. Aber es war keine einfache Sache. Aber eben, es ging, weil es war wieder eine Generation, das übersprungen. Und, aber mit meiner Mutter und mit mir ging es gar nicht. Ganz gut. Mitte der 80er Jahre wurde beschlossen, das Dokumentationszentrum auszubauen und die Geschichte des Lagers genauer. Ich glaube, ich habe gestern zum ersten Mal die Hand meiner Großmutter so gehalten. Zum ersten Mal. Das war ein schöner Moment, weil ich habe sie spüren können. Ich kann mich nicht erinnern, jemals ihre Hand gehalten zu haben. Aber ich denke, das hat schon. Ich denke, ich habe mal gehört, dass Kinder von Überlebenden unter KZ während 7 Generationen geprägt sind.